Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Schaf- und Ziegenhalter im Land leisten einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz, zum Landschaftsschutz. Und deshalb ist natürlich wichtig, dass man die Betriebe auch unterstützt und dass diese Leistung finanziell abgegolten wird. Aber lassen Sie mich doch auch ein paar Fakten hier sagen, die ich bisher heute in der Debatte noch gar nicht gehört habe. Die Mehrheit der Schafhalter besitzt Weideland, eigenes Weideland und gepachtetes Weideland. Und dafür erhalten Sie, wie alle Landwirte in Deutschland, in Europa, auch Direktzahlungen. Und im Durchschnitt bekommt ein Schafbetrieb im Haupterwerb rund 86.000 Euro im Jahr. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie er bekommen hat, als es noch diese Schafprämie in Form der Mutterschafprämie gegeben hat. Um einen Vergleich zu ziehen, der Durchschnitt der anderen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe bekommt 33.000 Euro. Ein Sonderfall, und das räume ich gerne auch ein, sind die Berufsschäfer, die Wanderschäfer, die kein eigenes Land, kein gepachtetes Land haben. Das ist aber nach der Aussage von diesem Bundesverband der Berufsschäfer eine sehr, sehr kleine Zahl. Aber auch für die ist doch bereits Möglichkeit da. Es gibt zahlreiche Förderprogramme für die Betriebe, die keine Fläche haben. Zum einen aus den Programmen der zweiten Säule der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Zum anderen aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes GAK. Da gibt es viele Programme für nachhaltige Landwirtschaft, insbesondere auf Grünlandstandorten, für Rauhfutterfresser, Förderung für tiergerechte Haltung, für ökologischen Landbau, für Vertragsnaturschutz und für Landschaftspflege. Meine Damen und Herren, aber wie heute schon angesprochen, gibt es auch ein ganz anderes Problem für die Weidetierhalter. Und davon sind sowohl die Schafhalter, die Ziegenhalter, aber auch die Rinderhalter und die Pferdehalter betroffen. Das ist nämlich die Rückkehr und die Ausbreitung des Wolfes bei uns hier in Deutschland. So, und jetzt stehen wir in der Situation, dass unsere Gesellschaft, das wissen Sie alle, mehr Tierwohl fordert. Die Tiere sollen raus aus den Stallen auf die Weide, wo sie sich frei bewegen können. Gleichzeitig fordert aber auch ein Teil der Gesellschaft die Rückkehr und die Ausbreitung des Wolfes. Doch beides zusammen geht nicht. Wolf und Weidetiere auf der gleichen Fläche, das ist nun mal Fakt. Und das lesen Sie oft genug in der Zeitung, das geht nicht. Das ist ein erheblicher Zielkonflikt, den wir so einfach auch nicht auflösen können. Um die Tiere vor Wolfsangriffen schützen zu können, müssen die Weidetierhalter viele Schutzmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel hohe Elektrozäune. Und Herr Träger, 1,20 Meter ist für einen Wolf definitiv kein Hindernis. Wer schon mal Schäferhunde besessen hat, da ist auch 2 Meter kein Hindernis. Ein Wolf überwindet einen 1,20 Meter hohen Zaun im Nu, das ist einfach auch Fakt, da kommen wir nicht dran vorbei. Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft beziffert die Kosten für Weideschutzzäune, für Weideschutz, für Herdenschutzhunde, für Herdenschutzesel auf 10.000 Euro pro Betrieb und Jahr. Die Anschaffungskosten, 15% davon, werden teilweise von den Ländern bezahlt. Aber die laufenden Kosten, und das sind immerhin 85%, bleiben eben an den Weidebetrieben hängen. Nach Aussagen der Dokumentation und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf gab es bereits im Jahr 2016 über 1.000 durch den Wolf getötete Nutztiere. Also wir haben die Zahl ist mit Sicherheit nach oben gegangen, aber diese Fälle sind dokumentiert 2016. Also wir haben definitiv ein Problem. Nun wissen wir, der Wolf ist europaweit eine streng geschützte Art. Und das beinhaltet auch Pflichten zur Erhaltung seines Lebensraums. Und deshalb ist die Entnahme auch nur in Ausnahmefällen erlaubt. Andererseits aber darf die Sicherheit, Leben und Gesundheit der Tiere auf der Weide nicht der unkontrollierten Verbreitung des Wolfes untergeordnet werden. Aus diesem Grund haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die EU-Kommission aufzufordern,
den Schutzstatus des Wolfs abhängig von seinem Erhaltungszustand zu überprüfen, die notwendige Bestandsreduktion herbeiführen zu können. Meine Damen und Herren, der Wolf stirbt nicht aus, er breitet sich aus. Unabhängig davon will der Bund mit den Ländern einen geeigneten Kriterien- und Maßnahmenkatalog zur letalen Entnahme von Wölfen entwickeln. Die Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder die für Menschen gefährlich werden, müssen entnommen werden können. Und zur Umsetzung dieses Vorhabens ist einfach unerlässlich, dass zum einen die betroffenen Berufsgruppen, und ich spreche hier von den Landwirten, von den Weidetierhaltern, von den Jägern, dass diese Gruppierungen in diese Beratungen mit einbezogen werden. Das ist bisher leider nicht der Fall. Es ist aber auch notwendig, dass eine Habitatanalyse überprüft, in welchen Gegenden ein Zusammenleben von Weidetieren und Wolfsrudel eben nicht möglich ist. Ich denke hier an Almen, ich denke aber auch an Deichgebiete, wo Weidetiere eben nicht ausreichend geschützt werden können. Es müssen die Auswirkungen von Zäunen, von Elektrozäunen auf die Vernetzung von Lebensräumen überprüft werden und die Folgen für die zukünftige Entwicklung der Weidetierhaltung abgeschätzt werden. Ganz besonders wichtig ist aber auch zu untersuchen, welche Auswirkungen die Rückkehr des Wolfes auf die Wildtierbestände hat. Das Wichtigste, ich komme zum Schluss, das Wichtigste ist nun, zügig einen verbindlichen Kriterien- und Maßnahmenkatalog für die Entnahme von den Wölfen zu erarbeiten, die Zäune überwunden haben, die vor Menschen gefährlich werden. Meine Damen und Herren, der Wolf ist eine geschützte Tierart. Aber er darf deshalb nicht zur grundsätzlichen Bedrohung von Weidetieren werden. Der Antrag heute kann dabei nur der Anfang werden. Der Agrarausschuss hat für die Zeit nach der Sommerpause bereits ein Fachgespräch vereinbart. Herzlichen Dank. Das Wort hat als nächstes die Kollegin Dr. Frauke Petri.